Hallo Jungs, hier ist der Marc für meine Meinung über die FG-Straßenfahrzeuge. Also die Meinung ist ganz einfach, das Ding ist ein Hammer. Also es ist super einfach zusammengestellt, es hat sich in 10, 20, glaube ich sogar 30 Jahren jetzt nichts Großes verändert. Man kann immer also die Grundeinstellungen darauf machen, die man auf allen Pistefahrzeugen machen kann. Das heißt, die Spur einstellen, die Winkel einstellen von dem Zeugs, die Lenkung härter, schneller machen. Wir haben große Möglichkeit zum Einstellen hier von dem Lenkwinkel, von den Reaktionen am Fahrzeug. Der Antriebsriemen ist also fast unzerstörbar. Obwohl es Plastikdifferenzialen sind, hat man keine großen Probleme damit. Ich habe es jetzt härter dran genommen mit Brushless hier in 8S mit einem Kombo von einem Losi DBXL. Das ist ein 58-113mm Motor mit 6000 Watt. Ich habe natürlich nicht eine große Übersetzung drauf gemacht. Ich kenne mir langsam, Jungs, ihr wisst, ich fahre gern mit Kurzübersetzung oder mittlerer Übersetzung, damit die Lipos nicht warm werden, der Motor nicht warm wird. Große Laufleistung, kein Stress für Antrieb und Batterien, das mag ich. Wir haben so um die 70-80 km, das ist weit mehr als was Benziner können. Natürlich sagt mir jetzt jeder, ja, ich habe einen Benziner mit Zweiganggetrieben mit 30 Kubik, ich fahre 120. Ich habe mehrere gefahren sehen, ich habe noch keine FG-Benziner mit 120 gesehen oder auch nur für einen Speedrun. So ist es, auf der Piste ist es nicht brauchbar und auf der Piste bin ich gefahren hier mit dem gegen Benziner, halb, dreiviertel Gas, reicht aus, das war's. Laufleistung natürlich immer noch Vorteil vom Benziner, da hat ein 1 Liter Tank, fahrt nur ungefähr eine halbe Stunde. Im Wettbewerb natürlich wird es knapp mit den getunten Motoren und den ganzen Regeln. Natürlich für uns, für den Spaßfahrer ist es kein Problem, können wir 40, 50 Kubik reinmachen, 2 Liter Tank machen. Aber das kann man jetzt auch mit dem Brushless, man kann ja 2x8008S verbauen und mit 16.000 Ampere Milliamps rumfahren, dann fährt man auch eine halbe Stunde. Aber ich fahre zum Spaß, mir geht es nicht um Wettbewerb, mir geht es nicht um, ich habe das schnellste, ich habe das längste Auto und. Ich will nur Spaß haben, das hatten wir mit dem Kollegen. Wir sind mit der FG gefahren, mit Losi, mit Traxxas X01, mit Travis dazwischen, mit einem 1:8er dazwischen, Hyper WTS. Die Großen passen auf die Kleinen aus, wir bremsen, auch wenn wir schnell sind, dann bremsen wir mal aus, um den Kleinen vorbeizulassen und wir hatten stundenlangen Spaß und trotzdem genügend Geschwindigkeit, Material ist nichts geschlossen, es ist nichts kaputt gegangen, das Ding hat jetzt 10 Pack gefahren ohne jegliches Problem. Ich habe nur eine Sache abgeändert, das heißt, hier die Montageplatte vom Motor. Ich hasse es bei FG, das System, wo man Motor und Ritzel, also Hauptritzel und Ritzel vom Motor andauernd ersetzen muss. Also man muss groß und klein, mittel und mittel, also man muss jedes Mal zwei Sachen kaufen und da gibt es nur eine Falle. Es gibt eine große Mitnehmerplatte für die große Zahnkranz und eine kleine Mitnehmerplatte für die kleinen Zahnkranz. Also das heißt, man muss jedes Mal, also man muss grundsätzlich mal große und kleine Platte kaufen. Und dann große Ritzel, also verschiedene Motorritzel, verschiedene Antriebsritzel. Das heißt, ungefähr 100 Euro ausgegeben, damit man mehrere Übersetzungsmöglichkeiten hat. Ich habe hier für 50 oder 70 Euro eine Montageplatte gekauft von einem Spanier. Also macht die nicht auf einem Offroad, die ist zu schwach für einen Offroad, aber in einem Offroad ist es kein Problem. Es ist keine große Anfertigung, es ist 60, 61 Aluminium, aber hier drin kann man den Motor verschieben. Und das ist toll, einfach die Ritzen nur zu ersetzen zu können, für verschiedene Probe zu machen. Regler habe ich hier schön aufgenommen im Fahrwind. Also das Ding hatte 40, 50 Grad nach 20 Minuten mit 25 Grad Außentemperatur voll in der Sonne. Die Lipos waren bei 40 Grad, Motor bei 50, also Finger in der Nase und Hand in den Säcken. Das ist cool, so unüberlegt fahren zu können mit so einem großen Auto von 10 Kilo. Genügend Peps zu haben, also das Ding fährt sich wie ein 1:8er, also sogar besser, hat eine super Straßenlage, obwohl es mehr als einfach gebaut ist. Ich mag diese Kunststoff
Shock Towers nicht, die sich verbiegen, trotzdem fährt sich das Ding super. Also habe ich überhaupt keinen Grund hier Aluminium reinzubocken und irgendwas zu ändern. Ich lasse das Auto wie es ist, ich habe es Occasion bekommen für 400 Euro mit dem Brushes, also Motor schon, also es war ein Brushes Originaler. Leider bei FK ist es schade, dass bei 510er mm Chassis, weil das ist eine Größe, die mir gefällt, so wie die Lose 8, ist eine gute Größe. Lange Chassis mit 1,20 m und so ist nicht so meine Sache. Also diese Länge gibt es den Mini, der ist, also ich hasse diese Karo, die ist wie, also wirklich, die Frontscheibe ist größer als Motorhaube, sieht scheiße aus. Ist halt ein BMW, nee, kein echter BMW. Der E30 ist super, super schön, kostet aber die Karo 200 Euro bei uns, 50 Euro für die Stickers noch, die Farbe dazu, kommt die auf 300 Euro für eine fertige, schöne Karo. Das ist zu viel, ganz klar. Ich habe eine kleine Überraschung bereit. Ich muss noch lackieren, ihr werdet sehen, natürlich eine französische Überraschung, kein deutsches Auto. Also mir, wenn die Karo fertig ist, bin ich zufrieden damit. Also 400 Euro hier, kommt mit dem 6S Regler, das ist die alte Version. Kein Problem, weil der Motor ist ein Leopard Motor, der bis 12S packt. Also macht einfach nur für 100 Euro ein 8S Regler rein, andere Übersetzung. Und das Auto ist eine Bombe. Ganz cool, ganz easy. Die 1:5er Reifen hält Stunden und Stunden. Der hat jetzt schon 1,5 Stunden auf. Ich habe immer noch die Hälfte vom Profil. Und auch selbst dann, wenn der Profil auf 0 ist, kann ich dann immer noch, ich habe es probiert hier, der hat über 10 Packungen drauf. Also kein Problem, die Reifen sind immer noch nicht gestorben. Und wir sind nicht immer lieb am Gas und fahren nicht immer super sanfte Kurven. Hier und da mal driften wir durch. Und das ist das Tolle daran. Also die Autos können wir Occasion, also ihr könnt jetzt zum Beispiel die Benzinversion, bekommt man locker. Sorry Jungs, die Batterie von der Kamera war leer. Also, wir haben dabei eben, ihr könnt, also hier in Frankreich bekommt man die FGs, die Benziner für locker um die 300-400 Euro für ein 4-Rad-Antrieb-Chassis. Also 2-Rad-Antrieb interessiert mich nicht in Brushless, wir haben zu viel Power drauf. Wir haben sowieso rutschige Fahrbahnen auf den Parkplätzen, wo wir rumfahren. Also kein Interesse am 2-Rad-Antrieb. Aber für 300-400 Euro kriegt man locker einen Benziner. Das Benzinerzeugs wegmachen. Man kann den Motor um die 100 Euro verkaufen, wenn er schön funktioniert. Das Ganze reinigen. Motormontageplatte für 70 Euro drauf. Elektrokombo drauf für 200-300 Euro. Und es geht los. Also wir kommen um die 600-700 Euro davon, für so einen großen Auto auf die Straße zu bringen. Natürlich, wenn man ein diffiziler Mensch ist, der alles immer neu muss haben und alles kein Spiel und alles muss perfekt sein, geht es nicht. Dann kauft ihr euch einen neuen für 1200 Euro. Aber das Auto ist das Geld wert. Natürlich kann man motzen, die haben nicht viel verbessert. Vorteil ist natürlich, dass die Teile immer noch vorhanden sind. Man kriegt überall Teile. Kostenmäßig ist relativ okay für die Teile. Es geht, also wir haben jetzt großen Crash gehabt mit der Losi hier. Wir sind uns Achse in Achse reingefahren. Es war nur die Achse vom Querlenker krumm. Das war's. Ein Hammerschlag drauf, Achse wieder gerade gebogen, wieder reingebolzt und das war's. Das Ding fährt weiter. Die Antriebswellen gehen nicht kaputt, unmöglich. Die Antriebsnüsse auch nicht. Selbst jetzt in Achtes hier. Ich habe immer noch die Plastikdifferenziale. Viele haben gesagt, die schmelzen dann. Pass auf. Ist mir nicht passiert. Ich habe dieses Ding nicht geschmolzen, fährt immer noch. Wenn es dann passiert, mache ich dann die Aluminium-Diff sein, ist klar. Irgendwann, wenn ich mal eine billige Aluminium-Stoßdämpferbrücke schnapp, mache ich sie auch rein. Aber wenn ich nicht brauche, mache ich es nicht unbedingt. Es ist einfach toll zum Fahren. Es hat extreme Ausdauer. Die Lager, es war ja ein Occasion-Auto, das Auto ist ja schon 3-4 Jahre alt. Die Lager waren ja so nicht mehr neu und die Lager sind immer noch nicht defekt, ich habe immer noch kein Spiel im Lager. Natürlich drehen sie jetzt viel besser, als wenn sie neu sind. Aber es stört ja nicht. Ich fahre jetzt das Auto zu tot. Und erst wenn es tot ist, mache ich was dran. Und das ist das Schöne daran, weil das geht Stunden und Stunden und Stunden. So, das war's Jungs. Viel Spaß. Ich freue mich auf jeden Kommentar von einem FG-Freak oder einer, der das Zeug seit Jahren fährt, der alles weiß über FG, weil ich habe keine Erfahrung mit FGs. Ich hatte eine Baja 4x4, die in Brushes umgebaut wurde auf 12S.
aber es ist genau dieselbe Mechanik. Es gibt verschiedene Sachen, es gibt verschiedene Teile, Aluteile, Sportteile, dieses Teil. Also freue ich mich gern um jemanden, der sich auskennt mit FG und der mir mal einen tollen Kommentar hinterlässt, um mir zu sagen, was ich nicht machen soll, was er empfiehlt, was ihm schon passiert ist, was er für Lösungen gefunden hat, wo man das Zeugs gut findet. Natürlich, ich bestelle persönlich bei rckonline.de. Es gibt auch noch andere Laden, die manchmal, je nachdem, tolles Material haben. So, Problem bei FG ist immer noch, die Chaos zu finden. Die Mini findet man wie Meer am Sand. Die will aber, Sand am Meer, Meer am Sand. Die will aber niemand. Die Porsche Karo und die BMW Karo sind super toll, sind aber schwierig zu finden und extrem teuer. Also Jungs, bis bald. Ich hatte eine riesige Freude, das Ding zu fahren und den behalte ich ganz klar. Ich mag die Lose, wie ich sie umgebaut habe, aber an dem habe ich ja nichts gemacht. Ich habe einfach meine Elektronik reingebaut und abgefahren und bin einfach so zufrieden mit dem Auto, dann den kann ich nicht abgeben. Ist ganz klar. Oder schlimmstenfalls im Kolleg, damit das Auto mit uns weiterfährt. Tschüss, Jungs.